Also ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Struktur, dass diese Basis eben auch geschaffen wird, damit eine translationelle bzw. klinische Forschung überhaupt stattfinden kann. Das reicht dann eben nicht, dass es nur in einem Parteiprogramm steht, sondern es muss dann wirklich dann auch umgesetzt werden mit einer langfristigen Vision. Und ich denke, dass gerade der Großraum Wien da ein Potenzial bietet. Und nicht, weil es Wien ist, weil ich natürlich, je mehr Menschen zusammenkommen, habe ich einfach auch mehr Patienten und ich habe auch mehr Spezialitäten. Also das darf man nicht vergessen, dass gerade in der klinischen Forschung man einfach eine gewisse Studienpopulation braucht.